Pornos lassen das Gehirn schrumpfen. Studie zu sechs Filmchen. Pornos lassen das Gehirn schrumpfen. Pornos machen zwar nicht dümmer, aber das Belohnungssystem am Gehirn kleiner und fauler. Diesem Zusammenhang sind Berliner Forscher auf die Schliche gekommen. Das Interesse an Internetfilmchen könne fatale Folgen für den echten Sex haben, berichten sie. Von Salat schrumpft der Bizeps, heißt es in einem Videoclip des Rappers Kollega, der auf YouTube millionenfach angesehen wurde. Richtiger müsste eine Warnung an die vornehmend männlichen Fans heißen, von Pornos schrumpft das Hirn. Das zumindest schreiben Berliner Forscher im Fachjournal JAMA Psychiatrie. Für ihre Studie fragten Simone Kühn und Jürgen Gallinat vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Männer nach ihrem wöchentlichen Pornokonsum in Stunden, getrennt nach Wochentagen und Wochenenden. Im Schnitt 4 Stunden Pornos pro Woche die Zeit, die Männer durchschnittlich mit den 6 Filmen zubrachten, betrug demnach 4 Stunden pro Woche. In den Fragebögen bekamen die Forscher sehr unterschiedliche Antworten, die von 0 bis hin zu fast 20 Stunden wöchentlichen Pornografiekonsums reichten. In einem zweiten Studienteil fertigten die beiden Entwicklungspsychologen MRT-Scans der Gehirne ihrer Teilnehmer an, einerseits von seiner Struktur an sich, andererseits von der Aktivität verschiedener Hirnregionen, wenn die Männer sich pornografische Bilder ansahen. Pornos hinterlassen Spuren im Belohnungssystem des Gehirns, wie sich zeigte, hängt höherer Pornokonsum mit einer geringeren grauen Hirnmasse zusammen. Besonders geschrumpft sei durch die 6 Filme das Striatum, berichten die Forscher. Diese Hirnstruktur zählt zum Belohnungssystem des Gehirns. Das könnte bedeuten, dass der regelmäßige Konsum von Pornografie das Belohnungssystem gewissermaßen ausleiert, sagt Erstautorin Kühn. An den MRT-Scans konnten die Forscher sehen, dass das Belohnungszentrum im Gehirn nicht nur kleiner ist, sondern auch schlechter auf sexuelle Reize reagiert, je häufiger und regelmäßiger ein Mann Pornos guckt. Deswegen nehmen wir an, dass Probanden mit hohem Konsum immer stärkere Anreize benötigen, um das gleiche Belohnungsniveau zu erreichen, erklärt Kühn. Das kann auch im echten Leben Auswirkungen haben. Durch die leichte Verfügbarkeit harter Sexfilme im Internet steigt die Zahl junger Männer mit Erektionsstörungen. Der Grund: exzessiver Pornoskonsum und das Bedienen sämtlicher Fantasien durch die Filmchen können zur Folge haben, dass eine reale Partnerin oder ein realer Partner als visueller Reiz nicht mehr ausreicht. Zwar kann die aktuelle Studie Ursache und Wirkung des Zusammenhangs nicht eindeutig zeigen. Mitautor und Psychiater Gallinat sagt aber: Wir gehen davon aus, dass der häufige Pornografiekonsum zu diesen Veränderungen führt. Um dies direkt nachweisen zu können, planen wir Verlaufsstudien.